Einmal lang. Ah, na also. Nach einem Abtasten der Ritze der Wand entdeckt Wendel ein Schlüsselloch. Und nach kurzem Probieren schnappt das Schloss auf und die Türe öffnet sich. Jo, das war wohl der Kupferschlüssel dann. Sehr cool. So, was haben wir da? Eine Tür, ein hängendes Skelett. Nicht, dass unser Zwerg hier irgendwo hängt. Es sind ganz schön viele hängende Skelette. Also Nordentür. Osten Sackgasse. Noch eine Sackgasse. Okay, machen wir die Tür mal auf. Knack. Oh. Spinnen. Sind das die leichten Spinnen? Das sind auf jeden Fall die bellenden Spinnen. Du, helf meiner Elfe. Du. Kein Selbstmord begehen, sondern Spinne hauen. Und die Spinne hat jetzt schon zwei Treffer ausgehalten. Also sind es vielleicht doch die etwas zäheren Spinnen. Sichern. Weglaufen. Du sparst trotzdem deine Pfeile. Das kriege ich schnell. Ja, wir haben gerade ein paar Pfeile bei den Säbelzahntigern verbraucht, aber man muss ja nicht übertreiben. Ich würde gerne eine 22 und die steht noch. Ich glaube, ich repariere mit den Pfeilen das gleich mal wieder. Sonst kriegen wir wieder zu viel Schaden rein und dass wir nicht heilen können und komm, eine von den Spinnen muss fallen. Ne. Okay, du schießt jetzt. Schießt wieder. Genau, gleich mehr Schaden, die sind besser. So, Tiri, komm. Und erste tot. Oh, Helen steht ja echt doof. Nur um gar nicht reinschießen. Du hältst die Füße still. Du haust die Spinne. Die immer noch steht. So, du die Spinne. Tirik hilft gleich dir irgendwann mit. Du die Spinne. Und Myrum zählt mal kurz die Pfeile in ihrem Köcher. Oh, sehr schön. Da. Gegenstände. Den Pfeil. Yeah. Nee, ich würde gerne gucken, wie viele Pfeile das sind, aber das geht wohl nicht. Okay, dann warte jetzt erstmal ab. Die drei müssten wir so hinbekommen. Na also. Du wartest. Du wartest. Ran da, bevor Helen dir den Weg wegplatzt. Den Weg versperrt. Zack. Sichern. Ja, dann kann ich gleich einmal auf die Seite von dem Ding. Du, ruf da. Genau, du kannst dahin, damit Gwendolyn die Spinne von vorne angreifen kann. Also, jetzt von der Seite. Nicht mehr gefährlich. Achso, wieder. Du nächste Runde darauf haben. Angriff, Spinne. Angriff, Spinne. Aber es ist schon irgendwie albern, dass die Spinnen hier stärker sind als die Kultisten zum Beispiel. Aber das passt schon. Ja, du. Stell dich mal da hin und hau dir in den Rücken. Und ihr könnt jetzt immer alte Optionen machen. Oder auch nicht.
alte Option. Oh, Panzer. Sehr schön. So, Tirik ist ein wenig angeschlagen. Helen ist immer noch angeschlagen. Was sagen die Heiltränke? Heiltrank. Helen. Superheiltrank. Einfacher Heiltrank. Für Tirik. Das Ding kann weg. Jo. Heiltrank für Tirik. Ist er langsam wieder auf den Beinen. Sehr schön. Heiltrank für dich. Ja, für dich auch. Ah, warte. Wegwerfen, ja. So, du bist okay. Du bist okay. Du bist nur noch angeschlagen. Ein Heiltrank für dich. So. Okay, was war jetzt hier drin außer noch einem Skelett? Und die ganzen Spinnen? Nix, ha? Huh? Ah, gut. Südlich noch ein Skelett. Oh. Was haben wir jetzt? Ein Skelett? Okay. Es werden bestimmt noch mehr. Geh mal da in die Ecke. Du hilfst Helen. Warte, von da. Du gehst schon mal in ungefähr Richtung, falls da noch mehr auftauchen. Und Tirik versucht, das Ding einzusperren. Genau so. Zack. Ein Skelettkrieger. Sichern. Sichern. Okay, kriegt einigermaßen Schaden. Alte Option. Okay, dann können wir jetzt... Also Helen macht eben gar keinen Schaden, aber na gut. Computerkampf. Ganze Gruppe, keine Magie. Ja. Ich würde auch gerne Fernkampf ausstellen, aber... Gut, so geht's wenigstens ein Ticken schneller. Und Quatsch. Das Skelett hält mitten in seiner Bewegung inne und aus seinen knochigen Fingern fällt ein Stück Metall zu Boden, direkt vor eure Füße. Dann fällt es in sich zusammen und regt sich nicht mehr. Vorsichtig hebt ihr das Metall auf. Was für ein Metall? Ach, Glasflasche kann weg. Was für ein Metall war das? Kein Schleifstein. Ein Amulettteil. Die hieß es ein Amulettteil. Das obere linke Amulettteil, will ich meinen. Zalan hat keinen Platz. Na gut, der behält Gerogon das mal. Der Langbogen ist zerbrochen. So, es werden wohl viele Teile sein. Nicht, nee, und raus. Also wir werden jetzt noch vier Skelette finden müssen. In solchen Sackgassen wahrscheinlich auch wieder. Das dürfte ja nicht allzu schwer werden. Es sind ja genug Sackgassen hier. Geh einfach rechts an der Wand lang und guck zwischendurch mal auf die Karte. Ich glaube, hier kommen wir her. Genau, hier war die Geheimwand. Klick. Nö. Du mal dahin, du mal dahin. Klick. Ah. Das Ding lässt sich wohl gar nicht knacken. Nee. Die Triche hast du aber noch und die sind noch heil. Ja, okay. Boah, gut. Karte. Karte sagt, wir waren schon fast allen Nischen. Das da sieht komisch aus. Also nach Norden. Gleich wieder rechts. Hier. Genau, sieht komisch aus, weil es hier weitergeht. Zu einer weiteren Sackgasse mit bestimmt einem Skelett. Jo. So, du gehst dahinter. Du gehst dahinter. Du machst nichts. Du machst nichts. Du machst nichts. Und du machst aber nur einen Seitenschritt.
27. Jo, sauber. Und wenn wir jetzt 4 Amulettenteile zusammen haben, da geht bestimmt ja eine Tür auf. Auch wenn dann eigentlich eine Nachricht hätte kommen müssen, wie die Tür hat einen runden Einlass oder sowas. Oh gut, noch ein Metallteil. Hierogon? Nö. Da. Zack. Na schön. Karte. Karte sagt, den Gang zurück, dann nach Norden oder Süden. Gang zurück, dann nach Norden in eine Sackgasse, wo nichts ist, oder Süden in eine Sackgasse, wo nichts ist, und einen weiteren Gang. Es kommt mir bekannt vor hier. Zwei Wandteppiche. Oh. Ein Skelett. Sehr schön. Also doch nicht immer in Sackgassen. So, du läufst einmal der Hinterhaus drauf. Du läufst einmal dahin. Und Helen läuft hoffentlich außen rum. Ja, muss sie jetzt. Sehr gut. Sichern, sichern, sichern. Und kaputt bauen. Angriff, Skelett. Alteration, Alteration. So, Angriff, Skelett. Und einfach nur niederprügeln. Und diesmal mache ich echt keinen Computerkampf an, weil das mit den Pfeilen ist mir echt suspekt. Ich habe auch vergessen, zwischen dem letzten Kampf und diesem zu gucken, wie viel das überhaupt noch sind. Das sollte ich gleich mal nachholen. So, kaputt. Metallteil. Pfeile checken. Ja, 21 Stück sind echt nicht die Welt. Und sonst sind hier auch gar keine mehr. Nö. Achso, das Metallteil. Da. Also eins fehlt nur noch. Nix. Gleich kommt wieder der Raum mit den zwei. Genau. Karte. Oh, ist alles neu hier. Okay, einfach rechts an der Wand lang. Ganz schön weitläufig. Noch eine Tür. Knacken. Knacken. Okay, die zweite Tür, die wir nicht öffnen können. Und wo nirgendwo eine Nische ist für ein rundes Amulett. Wird sie schon irgendwie klären. Ansonsten muss Talana ihren Trick wieder probieren. Aber wir laufen jetzt einfach erstmal rechts weiter an der Wand lang, bis wir irgendwo wieder da sind, wo wir eben gerade schon waren. Oh, die Nische habe ich vielleicht übersehen. Okay, Westen und dann mal gucken. Westen. Aha, Nummer 4. Auch wenn wir jetzt immer noch keine Ahnung haben, wo wir das Ding dann wieder benutzen sollen. Aber vielleicht passiert hier irgendwas automatisch, sobald wir das Ding zusammenfügen. Wenn es sich denn automatisch zusammenfügt und wir es nicht erstmal irgendwo hinlegen sollen. Aber, ja. Gucken wir dann. Erstmal kaputt hauen. Du kannst ruhig mithelfen. Sichern. Zack. Komm schon, ein guter Tirik-Treffer und das Ding ist Geschichte. Vorsichtig hebt ihr das Metall auf. Na nö. Wo ist sein Teil hin? Wir hatten schon 3 Teile. Also jetzt kein Bug, oder?
Was hat Jallen? Aber das ist mir gerade ziemlich egal. Kann nicht benutzt werden. Nee, das wollte ich gar nicht. Dieser Amulettteil. Wir hatten das obere Legeteil schon. Das war das allererste, was wir bekommen hatten. Glaube ich. Ja, gut. Gucken wir mal kurz uns hier zu Ende um. Aber sieht mir echt nach einem Bug aus. Und sowas kann ich absolut nicht ab. Kann Girogon vielleicht mit den Teilen in der Hand irgendwas machen? Ja. Und jetzt sind es nur noch zwei. Ernsthaft? Warum wurden es jetzt weniger? Kann ich benutzt werden? Kann ich benutzt werden? Zurück. Dann habe ich noch einmal hin und her geschoben. Wir haben versucht, eine Tür zu öffnen. Immer noch zwei. Was zur Hölle war das gerade? Und was ist mit Jallen los? Du kannst nicht bei dir selber Krankheiten heilen, ne? Talent anwenden, Krankheit heilen, Jallen. Schlachtenfieber. Hat nicht die richtigen Kräuter. Warst du überhaupt hoch genug? Handwerk, Krankheiten heilen, 9. Jo, bist hoch genug. Das ist nur noch eins. Aber das könnte vielleicht doch so gewollt sein. Weil wir haben hier dieses komische Geräusch gehört. Das ist schon ziemlich verdächtig gewesen. Oh ja, sie kriegt erst ein paar Kräuter. Dann probieren wir das Schlachtenfieber zu heilen. Und dann gucken wir weiter. Talent anwenden, Krankheiten heilen, Jallen. Zar sei Dank, ist geheilt. Okay. So, jetzt laufen wir weiter, so lange, bis wir es nochmal so viel Lilin hören. Dann ist das letzte Amulett vielleicht weg und irgendwas geht auf. Vornehmlich die Türen. Weil sonst haben wir hier nichts mehr. Warum ist das da so weiß? Oh, und da oben haben wir noch was. Okay. Also wir gucken kurz zu dem Weißen. Wenn es da nicht geht, müssen wir rechts an der Wand lang für eine Weile. Also Westen von hier. Was ist das Ding? Okay, rechts an der Wand lang. So, bis es nach Norden geht und dann nicht die erste Abzweigung nehmen. Au. Die Tür war aber vorher nicht zu. Oder? Knacken. Nein, ruft Gwendolyn aus. Nicht schon wieder diese Tür. Das dumme Ding bekommen wir wohl nie auf. Okay. Sollten wir uns Herz nehmen. Gehen wir außen rum. So, so. Nee, noch weiter außen rum. Weiter außen rum. Ist echt ein tierischer Umweg. So, genau. Es müsste hinter uns die Tür sein, so ein bisschen verschräg gesetzt. Das heißt, wir gehen jetzt da durch und rechts an der Wand. Und da war wieder dieses Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü. Also jetzt ist alles weg. Ja. Also es scheint wohl doch vorgesehen zu sein. Aber wir wissen nicht, was es macht. Vielleicht müssen wir jetzt wieder die Skelette alle... Oh, das könnte sein. Wir müssen jetzt wieder in die Nischen gehen, wo die Skelette waren. Skelette wieder umbringen. Und diesmal schneller. Dass wir wirklich alle vier Teile haben. Und dann die irgendwie benutzen.
So, und hier ist im Südosten des Raumes ein Weitergang. Osten, Südosten, hier. Ha. Nix. Sehr schön. Nix ist nicht viel.